wie ein Riesenspeicher, den man füllen muss. Doch was muss, das muss und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause. Auf das Einstein war mal wieder viel los. Das Mädchenteam für das beste Auto der Zukunft machte gute Fortschritte. Ein Blick auf den Computer und sie sehen sofort, ob ihr Auto in die Parklücke passt oder nicht. Kai und Felix lagen immer noch im Clinch. Und was ist, wenn ich euch helfen würde? Du uns helfen? Du willst dich doch nur auf unsere Idee draufsetzen. Jan versuchte Kai zu überreden, Felix noch eine Chance zu geben. Aber Kai überließ die Entscheidung dem Schicksal. Also pass auf, wir lassen das Glas fallen und wenn es kaputt geht, dann bist du draußen. Tobias machte den Mädchen klar, dass er ihre Idee, aus seinem Musical einen Videoclip zu machen, richtig daneben fand. Ich finde es eine absolute Schweinerei von euch, dass ihr hinter meinem Rücken bei Laura wart. Sven und Dennis fanden auch, dass die Mädchen ungerecht zu Tobias waren und beschwerten sich bei Laura. Wir wollten dir nur sagen, dass wir streiken. Was soll das denn jetzt? Tobias ist vollkommen von der Rolle. Um das Problem friedlich zu lösen, beschloss Laura, noch einmal mit Tobias zu reden. Ich fände es gut, wenn du wieder mitmachst. Ehrlich? Aber irgendwie hatte Tobias da was falsch verstanden. Ach mal, spinnst du? Aber ich dachte... Ich glaube, du hast da was missverstanden. Na, und was war mit dem Kuss neulich? Du meinst in dem Klassenraum? Na, es war doch kein Zufall, dass du mich ausgesucht hast. Du hättest doch genauso gut Dennis oder Sven nehmen können. Das war einfach nur, weil du genauso groß bist wie ich. Ist das der einzige Grund? Ja, ich wollte doch nur zeigen, wie so ein Bühnenkuss funktioniert. Pass auf, ich mach dir einen Vorschlag. Wir vergessen, was eben passiert ist und du machst wieder mit. Na, das kann ich aber nicht. Na, wenn ich dich sehe... Hör mal zu, Tobias, du findest bestimmt eine Freundin in deinem Alter. Ich möchte aber nicht irgendeine Freundin in meinem Alter. Du bist halt nicht mein Typ und außerdem habe ich schon einen Freund. Seit wann das denn? Das ist ja wohl meine Sache. Sagst du bitte Sven und Dennis Bescheid, dass ich bei dir war? Na ja, und wieso? Weil sie mich gebeten haben, mit dir zu reden. Du bist also nicht von dir ausgekommen? Nein. Ich will eine klare Ansage. Machst du nun mit oder nicht? Also nicht. Damit es nicht noch so ein Missverständnis gibt, für mich bist du nicht mehr dabei. Na, du Dichter, alles wieder im Lot auf dem Boot? Nee, alles Kacke auf der Fregatte. Ui, deine gute Laune ist ja richtig ansteckend. War Laura noch nicht bei dir? Vielen Dank für die Betreuung, aber ich komme schon alleine klar. Die Idee mit dem kürzesten Musical der Welt ist wirklich nicht schlecht. Das Musical interessiert mich nicht mehr. Heißt das, du steigst aus? Ja, und zwar endgültig. Wegen Laura? Lass mich doch bloß mit dieser blöden Laura in Ruhe. Mein Gott, den hat's ja ganz schön getroffen, oder siehst du das anders? Nee. Liebeskummer lohnt sich nicht, my darling. Schade um die Tränen in der Nacht. Liebeskummer lohnt sich nicht, my darling. Weil schon morgen dein Herz darüber lacht. Oh. Ja, 3-3. Das war auch bloß purer Zufall. Wart's ab. Ah. Da taucht Moritz dann schon wieder vor dem gegnerischen Tor auf. Eine Drehung, noch eine, die Menge Tor, Backshot und Tor! Irrtum, Pfosten. Lukas, Moritz, Feierabend. Aber nur noch eine Minute, bitte, Nadja, ist gerade so spannend. Na los, ab zum Waschen und dann in euer Zimmer. Bitte, Nadja. Tor, 4-3. Das zählt nicht, Nadja hat mich abgelenkt. Dein Problem. Revanche. Na, die könnt ihr ja in eurem Zimmer austragen. Aber ohne Fernseher macht es doch keinen Spaß. Dann spielt ihr eben morgen weiter. Das hast du nicht umsonst gemacht. Du hättest doch eh keine Chance gehabt. Natürlich hätte ich das. Wollt ihr, dass ich eure Funboys über Nacht aufbewahre? Nee, nee, schon gut. Das war bloß Spaß. Umso besser. Und um 10 ist auch im Zimmer Schluss. Gute Nacht. Bist du sicher, dass es dieses Ferrari-Rot auch schon in der Steinzeit gab? Natürlich. Schau dir doch die Höhenzeichnung dort an. Da ist auch Rötel mit dabei. Was ist denn Rötel? Tonerde mit Eisen drin. Was hast du denn da? Mann, Weihnachten ist doch schon längst vorbei. Und wieder einmal ereilt Felix Kindermann das Schicksal eines jeden Genies. Es wird verkannt. Du und Genie? Darf ich mal lachen? Mach lieber ein bisschen Platz auf dem Tisch, da kommt jetzt nämlich unser neuer Motor rauf. Das ist ein Motor?
Ja, und es war gar nicht so einfach, Herrn Basulke zu überreden, mir das Ding doch noch aus der Dekokiste zu fischen. Und wie soll das funktionieren? Na, ganz einfach, wir verbinden es mit den Rädern. Und dann? Dann bringen wir die Pyramide mit diesen steinzeitlichen Zündkerzen aus Bienenwachs in Bewegung. Die restlichen Bauteile habe ich übrigens gleich mitgebracht. Und es macht wirklich keinen Sinn, nochmal mit Tobias zu reden? Wenn er schon das Wort Laura hört, explodiert er. Hoffentlich kommt sie bald. Wir haben nur noch 10 Minuten bis zum Unterricht. Wenn Laura sagt 8:10, dann kommt sie auch. Weiß einer von euch, worum es überhaupt geht? Keine Ahnung, aber es war ja offenbar ziemlich wichtig. Guten Morgen. Ich weiß, ich bin 60 Sekunden zu spät, aber ich musste bis eben noch telefonieren. Schon gut. Was gibt's? Ich habe ein Filmteam engagiert, das unseren Videoclip dreht. Wow. Ehrlich? Ja. In unserer Dance Academy gibt es eine Gruppe, die sich speziell damit beschäftigt. Und was kostet das? Nichts. Unser Prof fand die Idee gut und wollte uns da unterstützen. Ja, und wann kommt das Team? Heute 5:00. Ich habe gerade mit dem Kameramann telefoniert. Aber wir haben doch noch nicht mal die Rollen verteilt. Darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Margareta, du wolltest doch die Physiklehrerin spielen, oder? Das würde ich eigentlich nicht so gerne. Wieso denn nicht? Wir machen das Ganze doch jetzt extra deinetwegen als Video. Trotzdem, kann ich nicht das Phantom spielen? Unter der Maske, da erkennt mich wenigstens keiner. Okay, dann spielst du das Phantom. Gut, dann spielt Sophie eben die Physiklehrerin, Sven den Direktor und ihr zwei die frechen Schüler. Und du übernimmst die Regie? Ja, oder hat jemand was dagegen? Nein? Nee. Gut, dann treffen wir uns heute zur ersten Probe 2:00. Na, was glaubst du, was für ein Auto wir da jetzt auf dem Siegerpodest zu sehen kriegen? Na, das der Mädchen natürlich. Da bist du dir ganz sicher. Ja, ich finde es echt Wahnsinn, was die sich alles ausgedacht haben. Ja, aber das von der Firma Kai und Co. KG ist auch nicht schlecht. Guten Morgen. 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 So, Herrn Munzinger kennt ihr ja bereits. Hallo. 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 Bin schon ganz schön neugierig. Und das hier ist Frau Korten. Sie ist Pressesprecherin der Firma, die das Rekordauto entwickelt hat. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich Mitglied der Jury sein darf. Das war Ihr Auto, das 9 Rekorde gebrochen hat? Ja. Und der Sieger darf wirklich darin fahren? Oder die Siegerin? Gut, dann werden wir jetzt mal mit der Vorstellung eurer Neuentwicklungen beginnen. Ja, und ich würde sagen, Ladies first. Einverstanden. Schließlich werden die Letzten die Ersten sein. Haha. Meine Damen und Herren, wir sind stolz, Ihnen nun das absolute Auto der Zukunft präsentieren zu dürfen. Von Frauen für Frauen. Und für alle Männer, die mit der Zeit gehen wollen. Unter der Nummer 1 sehen Sie das Spiegelsystem, bei dem es keinen toten Winkel mehr gibt. Beim Einstellen des Innenspiegels richten sich die Außenspiegel automatisch mit ein. Nummer 2, das Schuhputzgerät, das sich, sobald Sie die Türen öffnen, unter Ihrem Auto hervorschiebt. Another idea about toys children like to play with. Julian, what is your favorite toy? A prawn. Wie bitte? I beg your pardon. What is your favorite toy? A prawn. Man kann dazu auch Shrimp sagen. Du meinst eine Garnele? Was spielst du denn mit der? Füttern. Das sieht immer toll aus, wenn sie sich mit ihren Scheren den Fisch fängt. Aha. And what is your favorite toy, Lukas? Mein Funboy. In English, please. My Funboy. Thank you. After the lesson, you can get it back in the teacher's room. Oh no, den brauche ich aber nachher noch. Ja, um in der nächsten Stunde weiterzuspielen, ich weiß. Aber Lukas muss trainieren. Und wofür? Er ist in der nächsten großen Pause mit mir zum Endspiel verabredet. Tja, dann müsst ihr euer großes Finale eben vertagen. Wenn ihr mich fragt, dieses elektronische Spielzeug ist sowieso reine Zeitverschwendung. Das stimmt überhaupt nicht. Was denn sonst? Na, durch Computerspiele verbessern Kinder ihre Reaktionsfähigkeit. Ach, das ist ja eine interessante Theorie. Und wer sagt sowas? Das stand letzte Woche in der UTA. Seit in den USA Kinder mit dem Funboy spielen, passieren immer weniger Unfälle im Straßenverkehr. Genau, weil sie gelernt haben, schneller zu reagieren. Also ich wüsste etwas Besseres, wie ihr eure Reaktionsfähigkeit trainieren könnt. Und das wäre? Das zeige ich euch heute Nachmittag in meiner Sport-AG. Wenn also alle Zündkerzen brennen, fängt die Pyramide an, sich zu drehen. Die Bewegung wird dann durch verschiedene Holzzahnräder zuerst auf ein Gestänge und später dann auf die Räder übertragen. Und schon rast unser Steinzeit-Ferrari davon. Rasen ist gut.
Bis jetzt hat sich das Ding noch nicht einen Millimeter bewegt. Abwarten. Woher habt ihr nach der Katastrophe eigentlich das Kerzenwachs her? Na, von den Bienen. Die sind zäh und überleben jede Katastrophe. Sogar euch. Ja, du bist ja lustig. Wow, Donnerwetter. Kompliment. An beide Gruppen. Das waren tolle Ideen, tolle Ausführungen. Und ich denke mal, das wird für uns ziemlich schwer, da einen Sieger festzulegen. Oder was meinen Sie, Frau Korten? Oh, schwere Entscheidung. Das Nachkatastrophenauto ist ein hervorragender Einfall. Vor allem, weil es darauf hinweist, dass der Fortschritt eines Tages auch Grenzen haben könnte. Aber gewonnen hat für mich das Frauenauto. Ja, einen Augenblick. Das war ja erst eine Stimme. Herr Munzinger, Ihr Votum bitte. Also, das Frauenauto überzeugt mich vor allem deswegen, weil es die meisten eurer Erfindungen wirklich noch nicht gibt. Aber meine Nummer eins ist, vor allem wegen der witzigen Idee, das Auto nach der Katastrophe. Naja, und was sagen Sie dazu, Herr Fabian? Ja, dass ich mir gewünscht hätte, dass ich nicht der entscheidende Entscheider sein muss. Tja, mitgefangen, mitgehangen. So ist es. Dürfte ich die Jury vielleicht für einen kurzen Augenblick nach draußen bitten? Oh, Entschuldigung, Frau Kollegin. Macht nichts. Das ist wirklich eine Seuche mit diesen Funboys. Na, wie vielte ist das denn schon diese Woche? Der dritte. Und Sie werden es nicht glauben. Die Sechste wollte mir allen Ernstes weismachen, dass durch diese Dinge die Zahl der Verkehrsunfälle mit Kindern zurückgeht. Interessante Theorie. Das habe ich auch gesagt. Noch jemand einen Saft? Ich bitte. An der möglicherweise etwas Wahres dran ist. Im Ernst? Wissen Sie da mehr drüber? Ich habe da so einen Bericht drüber im Frühstücksfernsehen gesehen. Was denn? So früh schauen Sie schon fern? Na, Sie denn nicht? Da erfährt man wirklich wichtige Dinge. Zum Beispiel, dass Funboys Kinder retten, hm? Also wie auch immer, ich verstehe einfach nicht, was die Schüler an diesen Zappelspielen so spannend finden. Haben Sie denn schon mal einen Funboy benutzt? Nein. Und ich habe das eigentlich auch nicht vor. Dann können Sie ja auch nicht mitreden. Ach Gott, muss man denn wirklich allen Unsinn selbst ausprobieren, um eine Meinung dazu zu haben? Es ist aber nett, dass Sie mich verteidigen, Herr Kollege. Aber klar, wer weiß, vielleicht hat Frau Klavitta ja recht. Wenn Sie mir bitte mal erklären würden, wie sowas funktioniert. Wollen Sie wirklich? Tja, warum nicht? Einmal ist keinmal. Wenn ich Sie da korrigieren dürfte, verehrte Kollegin, einmal ist einmal. Aber Sie sind ja inzwischen alt genug, um Ihre Fehler selbst zu machen. Genau so ist es. Wo muss ich jetzt drücken? Also. Achtung! Sie kommen! So, können wir mal um eure Aufmerksamkeit bitten. Ja, also die Jury hat es sich wirklich nicht leicht gemacht. Vor allem euer Herr Fabian nicht. Aber wir haben einen Sieger. Beziehungsweise eine Siegerin. Gut, machen wir es kurz und schmerzhaft. Auf dem zweiten Platz gelandet ist das Modell Wilma. Ja! Ja, wie wär's denn jetzt mal mit einem fairen Applaus für unsere Zweitplatzierten? Felix Kindermann, Kai Steffens, Jan Winter. Und jetzt zu unseren Siegerinnen in unserem Wettbewerb Auto der Zukunft. Es sind Tinka Teubner, Emma Schumacher und Annika Schubert. Euer Frauenauto wird also auf dem Podest in unserem zukünftigen Museum stehen. Toll. Und wer von uns fährt nun in diesem Rekordauto? Na, alle. Alle drei? Nein. Alle sechs. Was? Wir dürfen auch mitfahren? Ja. Die Jury ist nämlich zu der Auffassung gelangt, dass ihr alle eine Belohnung verdient. Und weil unser Rekordauto vor seiner Präsentation auf der großen Automobilausstellung in Detroit nur noch heute in Berlin ist, darf ich euch bitten, mich direkt zu begleiten? Cool. Na hoppla, Donnerwetter, 3-1 für mich. Auf ein neues. 4-1. Ich fasse es nicht. 5-1. Das hältst du doch im Kopf nicht aus. Wie ich sehe, haben Sie bereits Feuer gefangen, ha? Nein. Ach nein, das täuscht. Ich gewinne nur die ganze Zeit. Aber wahrscheinlich ist es nur das berühmte Anfängerglück.
Haben Sie nicht Lust, mal gegen mich anzutreten? Das kann man auch zu zweit spielen? Ja, natürlich. Da macht das noch viel mehr Spaß. Im Ernst? Mhm. Aber da brauchten wir ja ein zweites Gerät, ne? Kein Problem. Wir nehmen einfach meins. So, die dritte Strophe machen wir gleich nochmal auf Anfang, bitte. Also von mir aus können wir. Moment noch. Margareta, du denkst daran, dass du bei dem Wort Spuk ganz plötzlich auftauchst. Ich weiß. Und bei Kampf dem Direktor stichst du dann zu. Alles klar. Okay. Und Playback ab. Relativitätstheorie macht ihn zum Superstar. Kaum zu glauben, aber war der umschwärmte Physiker. 50 Jahre totgesagt, gut Albert Einstein Nacht für Nacht. Als Liebesretter aufgewacht, Kampf dem Direktor nicht zu sacht. Der Stinkmorchel. Alles ist gut. Gut, danke, da war schon viel Schönes dran. Aber das machen wir gleich noch mal, bevor das Filmteam kommt. Wir sind schon da. Hallo. Oh, hallo. Schön, hallo. Dass ihr pünktlich hallo. Seid. Hallo. Hi. Wie lange braucht ihr zum Aufbau? Nee, ich denke mal, so eine halbe Stunde wäre nicht schlecht. Okay, kein Problem. Kleine Pause für alle und dann machen wir das für die Kamera durch. Ja. 2-0. Sie sind ja wirklich ein Naturtalent. Ich fass es nicht. Und wissen Sie was? Ich habe noch nie im Leben ein Eishockeyspiel gesehen. Yes! 2-1. Das war der Anschlusstreffer. Wuhaha! 2-2. Tut mir leid, aber die Chance konnte ich mir nicht entgehen lassen. Ja, schon okay. Man merkt halt doch, dass Sie schon länger spielen. Oh, wenn Sie noch ein bisschen trainieren, dann sind Sie bald unschlagbar. Meinen Sie? Mhm. Na, dann schauen wir mal. Ja! Nein. Ach, verdammt, daneben. Entschuldigung, ist das hier das Lehrerzimmer oder eine Spielhölle? Eine Spielhölle, das sehen Sie doch. Wenn Sie wollen, können Sie ja gegen die Siegerin antreten. Na, das fehlte mir gerade noch. Juhu, 3-2. Gratulation, Sie haben gewonnen. Oh mein Gott, danke schön. Oh, ich hätte nie gedacht, dass mir sowas mal so viel Spaß machen würde. Vielleicht sollten Sie sich von hier wegbewerben. Wie? Was? Wohin denn? Zum Beispiel in einen Kindergarten. Achtet jetzt bitte genau auf meine Hände. Lukas, Moritz, habt ihr verstanden? Nur auf meine Hände. Und was soll das jetzt? Ein kleiner Reaktionstest. Hey, ich dachte, du hast Funboy trainiert. Okay, beim nächsten Mal habe ich ihn. Schneller, schneller. Und weiter. Ja. Okay. Jetzt versuchen wir es mit 2 Bällen. Moritz, fängst du mit mir zusammen an? Auf die Plätze, fertig, los. Schneller, schneller, sehr gut, jawohl, gut. Okay, stopp, stopp. Jetzt kommt der Höhepunkt für alle Funboy-Spezialisten. Das 3-Bälle-Spiel. Wer einen fallen lässt, scheidet aus. Joey, du bist raus. Da ist schon wieder jemand draußen. Nicht schlecht dafür, dass ich noch nie Funboy gespielt habe. Könnt ihr die Szene noch mal zeigen, wo der Direktor erstochen wird? Kein Problem. Sven und Margareta, kommt ihr mal bitte. Was sollen wir denn machen? Genau dasselbe wie eben. Nur diesmal mit dem Luftballon, damit ich sehen kann, wie nah ich an euch ranfahren darf. Moment, Moment. Ich steck dir den mal unter den Pullover. So, vorsichtig. Na, du siehst ja heiß aus. Wahrscheinlich kriegst du Zwillinge. Aber sag's meiner Mutter nicht, sonst fällt sie tot um. Soll ich den Ballon jetzt wirklich kaputt machen? Ja, ich würde gerne mal sehen, wie der platzt. Ja, aber mit dem Zeigestock geht es nicht. Hier, dann nimm. Hier. Und Action. Okay, so könnte es funktionieren. Wir machen dann morgen weiter. Okay, wann sollen wir denn hier sein? Also nicht vor 12, ich muss noch die Kostüme besorgen. Haben wir für die Proben morgen etwas schulfrei?
Habe ich euch das noch nicht gesagt? Dr. Stolberg befreit euch vom Unterricht. Yes, cool. Dann kannst du ja eigentlich gleich mitkommen. Wir müssen noch zurück zur Akademie. Gute Idee. Ich hole nur noch meine Trainingssachen. Okay. Und das ist es. Unser Wasserstoff-Rekordauto. 285 PS, 12 Zylinder. Höchstgeschwindigkeit über 300 Kilometer in der Stunde. Das sieht ja toll aus. Tja, bei der Entwicklung wurden die Erfahrungen aus der Formel 1 genutzt. Die Außenhaut besteht aus kohlefaserverstärktem Kunststoff. Das bedeutet niedriges Gewicht bei hoher Steifigkeit. Und was haben Sie damit für Rekorde aufgestellt? Nun, zum Beispiel den über 1 Kilometer mit fliegendem Start. Und wie lange hat die Rakete dafür gebraucht? Weniger als 12 Sekunden. Genau 11,993 Sekunden. Aber unser H2R war auch über 10 Kilometer mit stehendem Start das bisher schnellste wasserstoffangetriebene Auto der Welt. Aber das Wichtigste ist, was hinten aus seinem Auspuff rauskommt. Keine Schadstoffe, nur Wasserdampf. Und damit dürfen wir jetzt fahren? Ja. 2 Minuten. Aber dazu müssen wir erst ein bisschen was vorbereiten. Was? Ach so, ja. Schaut euch doch schon mal an, wie so ein Wasserstoffauto betankt wird. Und überlegt euch, wer nachher als erster fahren will. Hm? Bis gleich. 6:3. Na bitte, wer sagt's denn? Die letzten 20 Sekunden überstehe ich auch noch. So, jetzt müssen Sie aber leider Abschied nehmen von Ihrer neuen Leidenschaft. Moment, bitte jetzt nicht stören. 3, 2, 1, jawohl! Gewonnen! Herzlichen Glückwunsch! Könnte ich dann meinen Funboy jetzt wieder haben? Ja, kein Problem. Das heißt, könnte ich noch eben das Finale spielen? So, da wären wir wieder. Na, habt ihr euch entschieden, wer anfängt? Ja, ich. Na, dann komm. Bist du denn schon mal selber Auto gefahren? Ja, aber nur Go-Kart und Autoscooter. Na, immerhin. Echt? So weit sind Sie schon gekommen? Ja. War auch gar nicht so schwierig. Boah, das habe ich ja noch nie geschafft. Ich schon. Wenn Sie wollen, können wir mal gegeneinander antreten. Ach nee, lass mal. Ich glaube, gegen deine flinken Finger habe ich keine Chance. Schade. Da hätten wir bestimmt eine große Show hier im Einstein machen können. Ja, genau. Womöglich mit Eintrittsgeld und so. Sag mal, warum eigentlich nicht? Wir hatten schon lange kein Duell mehr. Schüler gegen Lehrer. Aber dann spielen wir nicht nur Funboy. Was denn noch? Na, irgendwas, wo man sich richtig bewegen muss. Nicht nur die Fingerchen. Und woran dachten Sie? Zum Beispiel an Völkerball. Okay, die 6 gegen die Lehrer. Eine Runde Völkerball und eine Runde Funboy. Und die Punkte ziehen wir dann zum Schluss zusammen. Na dann, viel Spaß, Tinker. Danke. Sehr gut. Nicht zu schnell, sonst kommt der Kameramann nicht. Verstanden! Ja, meine Güte. Ja, Vorsicht in der Kurve. Okay, der fährt sich toll. Schön, ja. Und jetzt bremsen wir langsam ab. Der nächste wartet nämlich schon. Hey Leute, nicht ganz so laut. Ihr wolltet leise sein, damit wir die anderen nicht stören. Sind denn alle da? Ich glaube, Valentin fehlt noch. Den habe ich aber vor 5 Minuten im Waschraum gesehen. Ja, dann schlage ich vor, wir warten so lange, bis er da ist. Na, hoffentlich dauert das nicht wieder ewig. Entschuldigung, da bin ich. Also dann, Film ab. Verdammt, das Band ist auf Ende. Also wenn ich die Damen und Herren noch um ein wenig Geduld bitten dürfte. Ja, bitte? Mama, was gibt's? Natürlich bin ich heil im Internat angekommen. So, jetzt kann's aber wirklich losgehen. Na, hoffentlich. Ladies and Gentlemen, sehen Sie nun die Rekordfahrt der siegreichen 6 im H2R. Na dann, Start frei. Sag mal, seid ihr wirklich in dem Ding gefahren? Ja, natürlich. Was denkst denn du? Na klar, mit 350 und ohne Helm. Na, für uns als Spitzenfahrer kein Problem, oder? Du sollst dir nicht immer solche Sorgen machen. Ja, gut, mach ich. Du, ich will ganz schön unter die Dusche. Gute Nacht. Was ist denn hier los? Ach, die 7. feiert die Sieger des Wettbewerbs Auto der Zukunft. Aber du hast das Beste gerade verpasst.
Was machst denn du noch hier? Und nächstes Mal bei Schloss Einstein? Die Fortunes haben ihren Auftritt in Pink abgesagt. Und weshalb? Wegen Erkrankung eines Bandmitgliedes. Also wenn du mich fragst, irgendwas stimmt da nicht. Und das später mal zu zeigen, ja. Alles ist alles. Oh, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.